Hey ho zusammen. Entschuldigung. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem relativ kurzen Video, würde ich mal denken. Also zumindest möchte ich es relativ kurz halten. Weil ich euch ein neues Spiel präsentieren möchte. Ich hatte jetzt nicht vor, daraus direkt eine ganze Reihe zu machen, weil ich glaube, vielleicht wird es eine, aber eigentlich wollte ich euch das Spiel nur mal ganz kurz vorstellen, weil das momentan einfach mein absolutes Lieblingsgame ist. Und ich davon auch schon ein oder zwei Videos aufgenommen habe, zusammen mit meinem Mitbewohner-Freund hier. Ich habe aber dann einfach halt das Spiel gestartet und wir haben halt einfach so just for fun aufgenommen und ich war mir nicht mal sicher, ob ich das wirklich hochladen möchte. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass ich es möchte und ich habe aber in den Videos einfach absolut gar nichts zu diesem Spiel erklärt. Das möchte ich jetzt nachholen und möchte euch ganz gerne ganz kurz erklären, worum es in dem Spiel geht und was man da überhaupt machen muss und so weiter. Das Spiel ist komplett auf Englisch, nennt sich übrigens Guns of Icarus Online. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ich sag ganz oft, bitte entschuldigt das, ich bin gerade noch etwas, ich habe schon länger nichts mehr aufgenommen. Und wie gesagt, ich habe da schon einige Zeit drin gespielt und wir haben auch schon ein paar Videos aufgenommen und ich wollte euch jetzt einfach nur mal kurz erklären, worum es denn da überhaupt geht. Ich bin momentan unglaublich geflasht von Steampunk und da war das, kam mir das Spiel einfach nur super gelegen. Es ist halt wirklich, wie ihr vielleicht auch schon sehen könnt, sehr im Steampunk-Flavor gehalten. Flavor? Keine Ahnung. Im Steampunk-Stil gehalten. Und es geht im Prinzip darum, dass man Crews bildet, Mannschaften von 4 Spielern. Ja, mein Facebook ist wieder an, danke. Dass man Mannschaften von 4 Spielern bildet. Ich kann mal kurz auf Play drücken. Hier gibt es dann die verschiedenen Typen von Matches, die man dann spielen kann. Capture Point will keiner spielen. Crazy King, bin ich mir nicht sicher, was das bedeutet. Deathmatch ist natürlich das bekannteste, sage ich mal. King of the Hill. Ja, Practice wird wahrscheinlich nicht unbedingt ein Spiel sein. Resource Race. Und ja, wie gesagt, das Deathmatch ist aber das, was am meisten vertreten ist hier. Ja, man bildet also Mannschaften aus 4 Spielern. Man kann eine von 3 Aufgaben auf einem, also man... Ich glaube, ich müsste nochmal von vorne anfangen. Mannschaften von 4 Spielern, die auf einem Luftschiff... Da. Auf einem Luftschiff sich dann im Deathmatch gegenseitig bekriegen. So. Diejenigen, die als erstes, also im normalen Deathmatch, sage ich mal, wenn 2 gegen 2 Luftschiffe sind, also 2 Mannschaften gegen 2 gegnerische Mannschaften, dann dauert das Spiel so lange, bis die ersten 5 Kills, bis die erste Mannschaft 5 Kills zusammen hat. Wenn es allerdings 3 gegen 3 ist, was auch möglich ist, dann dauert es so lange, bis eine Mannschaft 7 Kills zusammen hat. So, aus was besteht jetzt eine solche Mannschaft? Eine solche Mannschaft kann aus 3 verschiedenen Typen bestehen. Man kann zum einen der Captain des Schiffes sein. Kleinen Moment, wie sieht das aus? Hier. Man kann der Captain des Schiffes sein, das heißt, man selber sucht das Schiff aus. Man selber steuert dieses Schiff und man hat aber mehr oder weniger auch die Verantwortung für die gesamte Crew. Im Idealfall, sage ich mal, ist es so, dass der Pilot dann angibt, was auf diesem Schiff gemacht wird. Man kann als Pilot sich ja auch sein eigenes Schiff zusammenstellen, kann, also hier, das ist zum Beispiel das kleinste Luftschiff, das hat dann 3 Kanonen, eine vorne und 2 an den verschiedenen Seiten. Und der Pilot dieses Schiffes, der das Schiff dann halt auch zur Verfügung stellt, sorgt, also beziehungsweise kann sein Schiff dann ausrüsten, wie er möchte. Mit dieser Ausrüstung ist er dann aber, wie gesagt, auch mehr oder weniger für die Crew verantwortlich und ja, übernimmt halt die Captain's Position. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ist jetzt nicht unbedingt meine Position. Ich habe noch niemals als Captain gespielt. Ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht, weil mir das ein bisschen zu viel Verantwortung ist und ich solche... er steuert ja das Schiff auch. Und die Steuerung ist nicht gerade einfach. Deswegen... ist nicht so meins. Ich bin dann eher der Ingenieur-Typ. Da bin ich auch mittlerweile schon auf Level 4. Ich bin kein Novize mehr.
sobald man Level 4 erreicht hat, ist man aus dem Novizen-Modus quasi raus. Am Anfang hat man noch so ein bisschen Welpenschutz. Sobald man Level 4 hat, ist man kein Novize mehr und kann auch nicht mehr in die Novizenspiele rein. Egal, ob ich jetzt dann Pilot oder Gunner nehme, ich kann dann einfach daran nicht mehr teilnehmen, sozusagen. Deswegen muss man sich gut überlegen, welche von den drei Kategorien man denn wirklich aufleveln möchte. Ich bin dann eher so der geborene Ingenieur. Man hat dann hier als Pilot sozusagen ein gewisses Equipment. Kann sich hier aus den verschiedenen Fähigkeiten und ja, dem Equipment, sag ich mal, da kann man sich was raussuchen, was man dann gerne benutzen möchte. Habe ich aber bei dem Captain nicht so wirklich eine Ahnung von, was das jetzt alles ist. Bei dem Ingenieur kann man sich hier aus 4 Tools aussuchen, welche 3 man benutzen möchte. Nee, ich glaube, es sind sogar mehr. Es sind 5. Keine Ahnung. Jedenfalls sollte man immer mindestens einen Feuerlöscher dabei haben und hier Repair-Tool-mäßig sollte man ein bisschen ausgestattet sein, weil als Ingenieur ist man natürlich, als der Mechaniker des Schiffes, dann ist man dafür zuständig, dass das Schiff halt zusammengehalten wird. Wenn man natürlich unter Beschuss steht, hat man ordentlich was zu tun. Deswegen ist es immer gut, da das, da die Crew ja aus 4 Mitgliedern besteht, wenn 2 Mechaniker an Bord sind. Weil es gibt noch eine dritte Kategorie, die Gunner. Es muss natürlich auch Leute geben, die die anderen beschießen. Und er hat dann natürlich als Gunner, hat man dann natürlich auch hier so ein bisschen Fähigkeiten, seine Kanonen ein bisschen aufzurüsten, sag ich mal. Hat man als Ingenieur nicht, aber ich sag mal so, ein Mechaniker, finde ich, ist auf so einem Schiff wichtiger, weil wenn man wirklich richtig unter Beschuss steht, dann hat man als Mechaniker besser die Möglichkeit, mit diesen verschiedenen Tools das Schiff irgendwie zusammenzuhalten. Wenn man aber 2 Gunner hat, als Gunner kann man auch ein Equipment von, also man kann jeweils immer ein Equipment auch von den anderen Kategorien, von den anderen Typen wählen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Ingenieur habe ich mir hier dieses Spyglass von dem als Captain's Tool quasi gewählt, weil ich damit feindliche Schiffe spotten kann, also die sozusagen markieren kann. Und ein Gunner's Equipment kann man sich quasi auch noch raussuchen. Falls man sich mal selber an die Waffe setzen möchte, was überhaupt kein Problem ist. Man braucht nicht nur unbedingt Gunner zu sein, um sich an eine Waffe zu setzen. Der Captain kann das genauso gut wie den Ingenieur. Und deswegen finde ich es immer sinniger, wenn dann 2 Mechaniker an Bord sind, die sich trotzdem noch an die Waffen setzen können, als wenn 2 Gunner da sind, die aber mechanisch gesehen nichts reißen können, ne? Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich sagen möchte. ja, hier kann man sich am Anfang dann halt noch seinen Charakter ein bisschen zurechtbasteln. Ich habe jetzt halt einen weiblichen genommen, habe den so ein bisschen, ja, mehr oder weniger verändert hier. Man kann sogar die Stimme einstellen, denn man hat auch im Spiel tatsächlich eine Stimme, weil man hat die Möglichkeit, den anderen Befehle zu geben. Ich kann übrigens Goggles nehmen, fällt mir gerade auf. Möchte ich aber nicht, weil das sieht blöd aus. Ja. Meine Gunner-Fähigkeit, beziehungsweise meinen Gunner habe ich auch schon auf Level 2 mittlerweile. Wird aber jetzt schwierig, den weiter aufzuleveln, weil, wie gesagt, ich bin kein Novize mehr. Ja, dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber ich könnte mal ganz kurz in ein Spiel reinschlüpfen. Ach nee, geht nicht. Hahaha, ist voll. Exit. Am besten ist es, wenn es nicht running ist. Sieht man irgendwo meinen Namen? Ah ja, hier. Jericho, beziehungsweise Jericho. Im Englischen halt Jericho ist momentan mein Name. Novize, nein, darf ich ja nicht mehr. Es sind aber keine, doch hier. Ah hier, hier kann ich in ein Running Game rein. Das ist immer sehr schön. Denn da muss ich nicht lange warten. Normalerweise muss man immer etliche Stunden warten. Oh, oh, oh. Wahnsinn, das Schiff kenne ich noch gar nicht. Okay, jetzt ist man quasi im Spiel drin, hat hier in der Hand sein Repair-Tool und macht im Prinzip nichts anderes, als damit auf die Gegenstände, die man reparieren muss, einzukloppen. Ich finde die Atmosphäre von dem Spiel einfach super, super geil. Gerade, wie gesagt, weil ich momentan so Steampunk geflasht bin. Das hier sind dann die Kanonen. Man kann sich halt zwischen den Repair-Tools immer so ein bisschen hin und her entscheiden, welche man denn jetzt gerade nehmen möchte.
Hier sitzt der Captain, der momentan ein Gunner ist. Naja, was soll's. Und dann muss man halt, wie gesagt, dafür sorgen, dass hier nichts auseinanderfällt. Man kann auch von Bord gehen. Also was heißt von Bord gehen? Man kann von Bord fallen. Hier ist halt alles offen und man kann durchaus auch, hat hier die Möglichkeit, ja, runterzufallen. ja, danke, okay. So, ja, jetzt kann ich euch kurz zeigen, jetzt ist nämlich unsere, ja, unsere Hülle ist gerade ziemlich down. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da rankomme. Achso, hier. So, zack. Draufgeschlagen, repariert. Unten dieser Balken, wenn der runtergeht, heißt das, wir werden gerade, beziehungsweise unser Schiff wird zerstört. Habt ihr gehört? Das war gerade von unserem Gunner wahrscheinlich. Ein Befehl an den Captain, in welche Richtung er in welche Richtung er das Schiff lenken soll. Damit er die feindlichen Schiffe besser treffen kann. So, wenn die rot aufleuchten, heißt das natürlich, dass unser Gerät hier komplett down ist. So, okay, die Hülle ist auch wieder kaputt. Ich kann aber jetzt hier nicht die ganze Zeit hin und her rennen. Ich wollte euch eigentlich auch einfach nur mal kurz gezeigt haben, hier, das ist dann der Feuerlöscher. Damit kann man, falls die Sachen am Brennen sind, kann man die dann löschen. Und so sieht's aus, wenn man zerstört wurde. Das hier ist halt die Map, auf der wir gerade spielen. Ich habe gar keine Ahnung, wie die sich nennt. Ach doch, Duel at Dawn. Look at this beautiful sunset. Ja, hier das sind halt quasi, wir sind Team Blau. Hier das sind unsere Spawn Points, sage ich mal so. Ja. Und jetzt warten wir quasi darauf, dass der Captain hier einen dieser Punkte auswählt und auf Deploy klickt, damit wir weiterspielen können. Aber, wie gesagt, ich wollte euch ja eigentlich nur mal kurz zeigen, wie es in so einem Match aussieht. Und die nächsten Videos, die ich dann hochladen werde, werden ja auch in-game sein, quasi. Achso, jetzt kann ich, jetzt habe ich noch 3 Minuten Zeit, um in das Spiel wieder zurückzugehen, quasi. Will ich aber nicht. Und ja. Wenn ihr irgendwann mal Lust habt, dass ich euch das Spiel noch ganz, ganz umfangreich vorstelle, kann ich das gerne noch tun. Das ist aber jetzt erstmal so eine kurze Vor... Also so eine kurze Vorstellung von dem Spiel gewesen. Die nächsten Videos werden dann, also wir sind einfach in das Spiel reingesprungen, haben angefangen aufzunehmen, wie gesagt, ohne irgendwas groß zu erklären. Wir sind dann einfach so mitten im Spiel drin. Es ist wie gesagt auf Englisch, es gibt auch einen Voice-Chat. Das heißt, die Leute können über Headsets mit uns kommunizieren, das machen die aber hauptsächlich auf Englisch. Und ich weiß auch gar nicht, ob die das in unseren Games mit uns gemacht haben. Wir regen uns halt meistens tierisch darüber auf, wie dämlich sich die anderen verhalten. Es kommt auch mal vor, dass wir einen Captain haben, der einfach total nichts kann und dass wir irgendwie Mechaniker haben, die einfach total nichts können. Und ja. Gut. Wie gesagt, die nächsten Spiele werden dann einfach so random, so mittendrin werdet ihr dann mitbekommen, wie wir in dem Spiel halt drin sind. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt mir Bescheid, dann kann ich daraus gerne eine Serie machen. Aber jetzt wollte ich euch das Spiel einfach nur mal vorstellen, weil ich es einfach super, super cool finde, in letzter Zeit super oft spiele und es einfach total klasse finde. Ja, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, ihr könnt gerne euch das Spiel, ich glaube, das war jetzt ganz günstig, irgendwie 3 € auf Steam oder so. Ihr könnt euch das gerne besorgen und könnt dann mitzocken, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt dann hier auch auf Wirp Social gehen. Könnt ihr einfach unten den Namen, hier meinen Namen Jericho, eingeben und dann habt ihr mich quasi direkt unter Freundesliste und könnt sehen, wann ich wo online bin und in welchem Spiel ich gerade bin. Ja. Gut, so viel zu meiner Vorstellung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel. Und lasst mir doch mal eine Bewertung da. Wie findet ihr das Game? Findet ihr das interessant? Geht es euch total am Arsch vorbei? Oder würdet ihr es auch gerne mal spielen wollen? Mich interessiert mal eure Meinung, weil es ist jetzt ein Spiel, das nicht so wirklich alltäglich ist. Es ist halt so was ganz anderes mal, sage ich mal. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser kleinen Reihe und bis zum nächsten Mal. Ciao!